Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 13. Oktober. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir schauen natürlich wieder auf den Währungsmarkt hier im JFD-Devisenradar, obgleich hier die Ergänzung mit Rohstoffen in Kürze auch eine Andacht ist, sprich Öl, die Edelmetalle Gold und Silber ja ohnehin schon immer, aber Brent, WTI und unter Umständen auch mal das ein oder andere Edelmetall der zweiten Garde. Aber heute soll es wieder primär um Währung gehen. Euro-Yen hier als erstes im Fokus, nachdem wir in dieser Woche schon den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen in die Beschau nahmen. Den schauen wir uns dann im Nachgang auch nochmals an. Aber hier Euro-Yen jetzt erstmal ganz, ganz interessant und da gehen wir neben dem kurzen Blick auf den Wochenchart, dann gleich mal in den Tageschart. Wir sehen hier, wie bei allen Währungen, die in Yen gehandelt werden, eine Abwärtstendenz seit 2015. Auch hier sehr schön in einem Abwärtstrendkanal skizzierbar. Hier geradezu grandios, immer wieder an dieser oberen deckelnden Trendlinie. Zuletzt Anfang 2016 dann abgeprallt und sauber nach unten gekippt. Hier gab es dann im Juni eine Bestätigung dieser unteren Trendkanallinie und seither pendeln wir so ein Stück weit inmitten dieses Kanals. Übergeordneter Abwärtsimpuls, ganz klar, wird auch hier durch die negativen Crosses der Rainbows, oder das ist ja noch nicht mal ein Rainbow, aber durch diese drei gleitenden Durchschnitte visualisiert. Wenn wir das mal mit dem Rainbow sozusagen darstellen, dann würde bzw. sieht das dann mal so aus. Und da sehen wir, dass wir hier im Jahr 2015 zur Mitte einen Spin vollzogen haben, hier ins Negative und jetzt ganz klar das Momentum auf der Südseite hier relativ deutlich. Und das auf Wochenbasis ist eine Hausnummer. Und wenn wir uns das jetzt auf Tagesschartbasis mal genauer anschauen, dann hatten wir unlängst die Situation, dass der Euro hier zu Beginn des Monats an diese Widerstandszone um 116 Yen ranlief. Die Idee eines möglichen Ausbruchs bestand. Hätte es geklappt, dann wäre hier mit dieser Unterstützung, mit dieser bestätigten Unterstützungszone der Ausbruch nach oben definitiv eine Option gewesen. Aber Sie sehen, die Preise versagten kläglich, hier Momentum auf der Oberseite zu entwickeln. Es gab vielmehr die Bestätigung dieses Widerstandsbereichs, der jetzt hier eben als solcher genau zutage tritt. Und dieses Niveau ist es definitiv, was hier angegeben werden kann im Bereich um 116 Yen, welches eben besagt, dass wenn das Preisverhältnis darunter bleibt, hier ganz klar der Bär den Vorteil genießt. Und deswegen haben wir hier eben zuletzt Anfang Oktober die Bestätigung gesehen. Und seit den letzten Tagen geht es ja auch deutlich hier gen Süden. Und das sieht auch nicht so brisant aus oder brisant aus, wie man es jetzt hier eigentlich meint, denn grundsätzlich sind wir hier noch in einer Range gefangen. Ähnlich auch wie beim Australdollar gegenüber dem Yen. Schauen wir uns wie gesagt gleich ein, aber hier auf der Südseite denke ich, ist das Potenzial relativ hoch, dass wir hier nochmals in die Region um 112,75 absacken. Können auch sogar hier schon relativ gesehen einen Abwärtstrend mit zwei Auflagepunkten skizzieren. Und haben hier diese Trendlinie, die können wir mal rausnehmen. So, haben jetzt die Situation, dass es scheint, als würden wir hier in einen neuen Abwärtsimpuls übergehen. Auch die Schwäche an den Aktienmärkten begünstigt hier einen steigenden Yen, einen stärker werdenden Yen. Und insofern scheint es so, als würde sich hier die Tendenz nach unten weiter fortsetzen können. Geht sogar, wie gesagt, nochmal auf neue Tiefs unter 112 Yen, dann muss man auch hier mit dem Niveau von 110 und tiefer rechnen. Das ist sozusagen hier das Worst Case für den Euro gegenüber dem japanischen Yen, aber nicht auszuschließen. Denn, wie gesagt, wir haben auch nicht gerade eine brisant positive Saisonalität vor uns. Sie sehen es hier mit Blick zum Ende des Monats, deutet der Tendenzfall ganz klar nach unten. Und wir gehen jetzt mal auf die nächsten 40 Tage rein saisonal. Da sehen wir, dass hier die Tendenz zwar aufwärts gerichtet ist nach diesem Dip nach unten. Wie gesagt, das begünstigt definitiv eine kurzfristige Schwäche. Doch dann bleibt abzuwarten, ob die Preise sich hier Ende Oktober wieder stabilisieren können um 112,75 Yen. Wenn das nicht gelingt, dann muss man hier ganz klar unterschreiben, dass weitere Tiefs entgegen dieser positiven Saisonalität folgen dürften. So sieht es mal aus. Beim Euro gegenüber dem japanischen Yen und jetzt schauen wir auf den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, der heute sichtlich unter die Räder gerät. Einerseits natürlich die Stärke des Yens aufgrund der Aktienmarktschwäche und auch der Konjunkturdaten aus der Nacht, die hier aus Asien kamen. Dann haben wir hier die Inflationserwartung noch aus Australien gesehen. Das war ein Cocktail, der hat den Australdollar heute hier sichtlich nach unten kippen lassen und da will ich nochmal auf die Tagesanalyse von dieser Woche eingehen. Eben vor dem Hintergrund hier in diesem Widerstandsbereich, um diesen Widerstandsbereich 78, 75 kann man praktisch gleich ziehen. Schrägstrich, wenn wir noch ein Stück höher gehen, hier um 78,
80 hier in dieser Zone, das ist hier wirklich eine Barriere auf der Oberseite, hier einen möglichen Short zu suchen. Sie sehen hier das mögliche Potenzial auf der Südseite, ähnlich wie beim Euro-Yen, im Prinzip die untere Range, auch hier wie gesagt die Range identifizierbar. Hier wie gesagt ein schöner, mehrfach bestätigter Widerstandsbereich, natürlich ein Stück weit größer auch und viele, viele Auflagepunkte, gerade während der letzten Tage. Sie sehen es hier, ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Aber es scheint so, als würde das Preisverhältnis eben doch den Weg in den Süden einschlagen wollen. Und da hätten wir hier im Prinzip die untere Range-Kante als erstes Ziel. So, auch hier mal der Blick auf die Saisonalität. Sie sehen es, kurzfristig zwar noch ab, aber Ende des Monats auch down. Und mit einem neuen Tief, denke ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier in Richtung 76, 15, 76, 20 hier abfallen. Und auch hier die Möglichkeit, dass wir natürlich noch tiefer gehen, wenn es hier zu einer stärkeren Korrekturbewegung an den Märkten kommen sollte, also speziell an den Aktienmärkten. Das wäre hier die kurze Einschätzung zu den 2 Yen-Pairs. Sieht wie gesagt so aus, als wären wir hier auf der Südseite noch nicht fertig, als wären hier weitere Chancen auf der Südseite gegeben. Beim Australdollar-Yen will ich Ihnen aber auch noch mal kurz den Stundenchart zeigen, der hier sehr schön verdeutlicht, in welchem Range-Bereich wir uns hier bewegen. Und da sehen wir im Prinzip hier diese Zone, die sich hier seit einigen Tagen eben etabliert hat. Und insbesondere ein Rutsch unter das gestrige, halt, was sage ich, vorgestrige Tief hier vom Abend. Das wäre hier 77,73, beziehungsweise Moment. Das machen wir ein Stück weit tiefer, 77,70 beispielsweise, muss hier als Verkaufssignal, als prozyklisches Verkaufssignal gewertet werden. Einzigste Fragezeichen an dieser Geschichte ist, Sie sehen ja hier diesen starken Rückgang aus der Nacht und eben auch die entsprechende Bewegung von heute. Auch hier im Tageschart aufgrund der großen Kerze ersichtlich. Und das zeigt, Schrägstrich unterstreicht natürlich das Momentum, was wir bisher gesehen haben. Und die Daily Range ist im Prinzip ausgeschöpft. Jetzt sehen wir auch hier eine kleine Umkehrkerze nach oben. Also eine Umkehrkerze in Form einer Hammermanier. Und das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass der Markt jetzt erstmal einen kleinen Erholungsmove vollzieht. Wäre hier unter Umständen als mögliche Chance auf der Südseite zu sehen, wenn das Preisverhältnis hier nochmal hochgeht Richtung Pivot Point. Auf Stundenbasis Intraday könnte man beispielsweise vom Tief hergehen und hier praktisch bis zum gestrigen Local High sozusagen die Fibonaccis anlegen. Und jetzt müssen wir die auch mal richtig anlegen. Und so. Auch das Tief exakt erwischen. So, und da wäre praktisch eine mögliche Erholungswelle. Hier zum Beispiel Pivot Point, wenn es wirklich so eine starke Welle gibt, kann ich mir nicht vorstellen aktuell, aber für den Fall wäre das hier ein hervorragendes Entry-Level, 78,60 etwa, vor dem Hintergrund, dass wir hier den Daily Pivot Point haben, hier das 61er Fibonacci Retracement und natürlich auf Tagesbasis auch 78, 75, 78, 80, hier diese große Widerstandszone. Das wäre schon hier eine Möglichkeit, um ja auf einen möglichen Short-Zug aufzuspringen, sofern Australien hier überhaupt so einen Rebound vollzieht. Andererseits, wie gesagt, unterhalb von 77,70 haben hier eher die Bären den Vorteil in ihrer Hand. Gut, das wäre es gewesen für das heutige JFD-Devisenradar. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Und wenn Sie mögen, natürlich morgen 9:30 Uhr geht es weiter. Und wir haben auch morgen noch ein Education-Webinar, nämlich dann mit den Heike-Naschi-Kerzen. Lassen Sie sich überraschen. Beziehungsweise nächste Woche, was sage ich? Schauen Sie auf die JFD-Seite, auf die Live-Events. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.